Die Scharfschützen waren im Laufe ihrer Geschichte schon immer eine eigene Truppengattung für sich. Für die einfachen Soldaten war der Scharfschütze ein Schrecken auf dem Schlachtfeld. Im Gegensatz zu einem Panzer, welcher eine Gefahr darstellte, welche er sehen und hören konnte, konnte ein Scharfschütze unerwartet, unsichtbar und zu jeder Zeit zuschlagen. Und mehr noch, ein Scharfschütze schoss immer, wenn es die Gegenseite am wenigsten erwartete. In diesem Video werden wir die 5 tödlichsten und legendärsten Scharfschützen der Menschheitsgeschichte kennenlernen. Welche tödliche Waffe haben sie benutzt? Und durch welche Taten genau wurden sie die tödlichsten Scharfschützen der Welt? Los geht's! Scharfschützen waren zu jeder Epoche gefürchtete Gegner und die Todesbringer für die einfachen Soldaten auf dem Schlachtfeld. Ein Scharfschütze kann generell von einer großen Entfernung sein Ziel treffen. Doch fangen wir erstmal mit der Definition eines Scharfschützen bzw. Sniper an. Das Wort Sniper kommt von dem englischen Wort to snipe, was mit aus dem Hinterhalt schießen übersetzt werden kann. Das Wort Scharfschütze entstand in der deutschen Umgangssprache in Verbindung mit dem Wort scharf, was auch mit Scharfblick oder scharfes Auge oder auch mit scharfer Munition assoziiert werden kann und das Wort Schütze als Ausdruck für den Sender der Geschosse. Die historischen Wurzeln der Scharfschützen reichen bis in das 17. Jahrhundert zurück. Im Jahre 1631 nach Christus stellte der deutsche Adlige Wilhelm V. in Hessen eine Jägertruppe auf. Diese Jäger haben zwar ihre eigenen Waffen mitgebracht, doch diese langgezogenen Büchsen konnten weiter und präziser schießen. Im 30-jährigen Krieg hatte diese Jägertruppe den Auftrag, Feindpositionen aufzuklären und mit einem gezielten Schuss auf ausgewählte Ziele wie zum Beispiel Offiziere oder Kanoniere mit einem präzisen Schuss auszuschalten. Im Krieg gegen Napoleon haben die Briten im Jahre 1802 die sogenannte Einheit der Riflemen etabliert. Mit einem Gewehr vom Typ Baker Rifle bewaffnet, soll der Schütze Thomas Plunkett vom 1. Bataillon der 95. Rifles Division während des Krieges auf der Iberischen Halbinsel den französischen General François Colbert Cabanet aus einer großen Entfernung erschossen haben, und zwar laut mehreren Quellen von einer Entfernung von 550 Meter. Dass dies kein Glücksschuss gewesen war, zeigte, dass er danach einem den General zur Hilfe eilenden Soldaten ebenfalls erschoss. Doch wir konzentrieren uns in diesem Video auf den Begriff des Scharfschützen in einem modernen Kontext. Und jetzt kommen wir zu unserem ersten legendären Scharfschützen, Francis Pigamagabo. Im Ersten Weltkrieg lehrte Francis Pigamagabo die deutschen Soldaten in den Grabenkriegen das Fürchten. Im Ersten Weltkrieg erkannten alle Seiten sehr schnell, dass es äußerst effektiv ist, Scharfschützen in ihren Reihen zu haben. Denn im Grabenkrieg wurden unvorsichtige Soldaten, welche ihren Kopf aus dem Graben gestreckt haben, auf eine brutale Art bestraft. Der kanadische Ureinwohner vom Stamm der Ojibwe war der erfolgreichste Scharfschütze des Ersten Weltkrieges. Pigamagabo wurde in das 23. kanadische Regiment der Northern Pioneers versetzt und diente zunächst nur als Speer im 1. Infanteriebataillon der 1. kanadischen Division. Im Laufe der nächsten Monate entwickelte er sich zu einem der gefürchtetsten Heckenschützen für die deutschen Soldaten. Mit dem sogenannten Rossgewehr bewaffnet und 378 bestätigten Abschüssen der deutschen Soldaten hält er den Rekord im Ersten Weltkrieg. Im finnisch-sowjetischen Krieg kommen wir nun zu unserem zweiten Gast, Simo Hauha, ein finnischer Scharfschütze. Simo Hauha wurde auch als der Weiße Tod bekannt. Der finnische Sniper Simon Hauha war ein echter Albtraum für die Rote Armee im finnisch-sowjetischen Krieg in den Jahren 1939 bis 1940. Schon in seiner Jugend hat Simo sich als talentierter Schütze bewiesen. Im finnisch-sowjetischen Krieg hat Simo innerhalb von nur 3 Monaten seinen Namen in der Geschichte verewigt. Mit der modifizierten Version des Mosin-Nagant-Gewehrs M28 konnte Simo zwischen 505 und 542 erfolgreiche Abschüsse erzielen. In den Schlachten bevorzugte er die offene Visierung statt des Zielfernrohrs. Unter den heutigen Historikern ist die Anzahl seiner Abschüsse jedoch umstritten. Kritisiert wird, dass Simo diese Abschüsse nur in 100 Tagen Fronteinsatz erzielte und zu dieser Jahreszeit die Nächte doch sehr lang waren. Darüber hinaus beruht diese Anzahl nur auf seinen eigenen Worten.
Doch in Bezug auf die Anzahl der Abschüsse ist Simo der erfolgreichste Scharfschütze aller Zeiten. Doch die vollkommene Entwicklung der Scharfschützen erfolgte im Zweiten Weltkrieg und brachte somit diesen tödlichen Beruf auf ein ganz neues Level. Und in diesem Sinne kommen wir zu unserem dritten Gast, Matthäus Hetznauer. Matthäus war ein Scharfschütze der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Mit dem Rang eines Gefreiten war er mit 345 bestätigten Abschüssen der erfolgreichste Scharfschütze des Dritten Reiches. Neben Friedrich Pein war er einer von zwei Scharfschützen, welche mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet wurden, der höchsten Medaille der Wehrmacht. Als Sohn eines österreichischen Bauers geboren, wurde er mit 18 Jahren im September 1942 eingezogen. Zu diesem Zeitpunkt war Österreich schon ein Teil des Dritten Reiches. Nach der Grund- und Scharfschützenausbildung diente er in der 3. Gebirgsdivision. Diese Division nahm an mehreren Schauplätzen der Ostfront teil. Der Rückzug der 3. Gebirgsdivision begann Anfang August 1944 in der Ukraine und führte über Rumänien bis in die Slowakei. Seine Waffen waren die Spitze in der Entwicklung der Scharfschützentechnik der damaligen Zeit. Matthäus Hetznauer benutzte den Karabiner Mauser K98K mit einem 6-fach vergrößerten Zielfernrohr und das Gewehr 43 mit einem 4-fach vergrößerten Zielfernrohr. Matthäus Hetznauer erlitt nach einem Artillerieangriff am 6. November des Jahres 1944 ein Schädeltrauma. Bei Kriegsende im Raum Schwarzwasser geriet er in die sowjetische Kriegsgefangenschaft. Aus dieser kehrte er am 10. Januar 1950 zurück. Nun kommen wir zu unserem vierten Gast, Wassili Grigorjewitsch Saizew. Saizew wuchs als Sohn eines Hirten im Ural auf. Bereits in den frühen Jahren lernte er während einer Jagd den Umgang mit einem Gewehr. Nach dem Beginn des deutschen Angriffs auf die Sowjetunion ging Saizew zunächst in die Marineverwaltung und meldete sich freiwillig im Spätsommer des Jahres 1942 zur Versetzung nach Stalingrad. Er diente im 1047. Schützenregiment der 284. Schützendivision. In den schwierigen, blutigen und verheerenden Umständen der Schlacht von Stalingrad konnte Saizew 242 offiziell bestätigte Abschüsse erzielen. Wassili Saizew ist zwar der bekannteste, aber mit 242 bestätigten Abschüssen keineswegs der erfolgreichste sowjetische Scharfschütze im Zweiten Weltkrieg. Und nun kommen wir zu unserem fünften Gast, Ludmila Mikhailova Pavlichenko. Im Zweiten Weltkrieg erreichte diese Scharfschützin 309 bestätigte Abschüsse. Tatsächlich dürfte sie weit mehr Gegner getötet haben. Denn für jede Bestätigung benötigte sie einen Zeugen, welcher nicht immer vorhanden war. Innerhalb weniger Monate tötete Pavlichenko 36 deutsche Scharfschützen, welche die Todeslady aufhalten sollten. Als die Deutschen einen Sniper nach dem anderen verloren, versuchten sie Pavlichenko in ein Minenfeld zu locken oder mit Artillerieschlägen auszuschalten. In nur 75 Tagen erreichte sie die Marke von 175 Gegnern. Pavlichenko erwies sich als Meister der Tarnung und als unerreichte Schützin. Auf großen Entfernungen schoss die Soldaten der Wehrmacht von ihren Fahnenpanzern herunter. Ihre 309 Abschüsse erreichte sie in nur 10 Monaten. Ihren Mann lernte Pavlichenko an der Front kennen und nach seinem Tod und einer eigenen dritten Verwundung wurde sie im Juni 1942 von den Gefechten abgezogen und fortan zu Propagandazwecken eingesetzt. Nach dem Krieg bildete Pavlichenko Scharfschützen in der sowjetischen Armee aus. Das war es heute zu den 5 legendärsten und tödlichsten Scharfschützen der Geschichte. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, lass bitte ein Abo und Daumen hoch da. Bis bald, dein Kanal History Check.